Eltern und herzlich willkommen hier bei uns im Familienhaus. Unser heutiges Thema soll das Zahnen von Babys sein. Ja, viele Eltern, gerade die, die vielleicht auch das erste Kind haben, erwarten natürlich mit großer Spannung den Durchbruch der Zähne ihres Kindes. Und ja, das Kind oder jedes Kind erlebt das Zahnen unterschiedlich. Der Durchbruch der Milchzähne ist ein langer, währender Prozess. Ja, die Zähne sind bereits vor der Geburt im Kieferknochen angelegt und etwa um den 6. Lebensmonat herum beginnen die Milchzähne schubweise durchzubrechen. Oft ist es so, dass die unteren Schneidezähne zuerst durchbrechen, dann folgen die oberen Beine, dann die seitlichen Schneidezähne und die Eck- und Backenzähne zuletzt. Etwa um den 20. bis 30. Lebensmonat herum ist das Milchgebiss von Babys oder Kleinkindern mit 20 Milchzähnen vollständig. Ja, wann der erste Zahn kommt und wann das Milchgebiss vollständig ist, ist natürlich wie alle anderen Schritte auch in der Entwicklung von Kindern ganz, ganz unterschiedlich. Manche bekommen mit 4 Monaten schon den ersten Zahn, manche mit 6, mit 8, manche aber auch erst mit einem Jahr. Ne? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Anzeichen und Symptome, wenn die Zähne des Kindes durchbrechen wollen. Ja? Das erste Anzeichen ist, dass sich Kinder vermehrt die Finger in den Mund stecken oder versuchen, auf Gegenständen herumzukauen. Die Kinder sabbern verstärkt. Oft hat das Kind heiße, gerötete Wangen. Das Zahnfleisch von den Kindern ist rot, geschwollen. Es scheint den Kindern auch zu schmerzen. Ja? Sollte ihr Kind 6 Monate sein, ungefähr, unruhiger schlafen, viel quengeln, viel Zärtlichkeit brauchen, könnte das auch ein Anzeichen dafür sein, dass die Zähne durchbrechen. Ebenso die Suche nach Körperkontakt. Ja? Manche Babys, aber auch nicht alle, leiden unter Fieber oder Durchfall. Ne? Es gibt so einen sogenannten Zahnstuhl. Da verfärbt sich der Stuhl grünlich. Kinder haben Durchfall, könnte auch ein Anzeichen für das Durchbrechen der Zähne sein. Muss aber nicht. Es ist ganz oft so, dass so ein Zahnen immer mit einem Infekt auch einhergeht. Ja? Die Kinder sind, oder das Immunsystem der Kinder ist geschwächt während des Zahnens und deswegen kann es auch ganz schnell zu Fieber und Durchfall kommen. Wenn es denn soweit ist, dass die Kinder zahnen, unruhig sind, quengelig, ne, fragt man sich als Elternteil natürlich, wie kann ich mein Kind während des Zahnungsprozesses unterstützen? Ja, man will das Kind, dass es nicht so viel leidet. Man will es irgendwie unterstützen, weil es ja doch schon sehr schmerzhaft sein wird, dass die Zähne kommen, ja. Was man zuerst machen könnte, ist zum Beispiel das Zahnfleisch massieren. Da gibt es in der Apotheke oder auch in den Drogeriefachgeschäften so kleine Silikonfingerlinge, die man sich auf den Finger stülpt, wo man das Zahnfleisch mit massieren kann. Man kann es auch mit dem Finger machen, muss man dann aber halt vorher ordentlich die Hände waschen und dann kann man das Zahnfleisch der Kinder gut massieren. Was auch eine gute Technik sein soll, ist die Fußreflexzonenmassage. Und zwar durch das sanfte Kneten und Streicheln der Babyzähne soll der Schmerz in den Zahnleisten gemindert werden. Ich habe gesagt, viele Kinder sind quengelig, ne, schlafen unruhig. Da können Sie als Elternteil liebevolle Ablenkung geben, Zärtlichkeiten, viel kuscheln, herumtragen, ja, in den Armen wiegen. Und das beruhigt halt die weinerlichen Babys ganz, ganz oft. Dann gibt es natürlich auch so Hilfsmittel, die das Zahnen erleichtern. Das sind die allwärts bekannten Beißringe. Ne? Die haben hier vorne meistens so einen Ring, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Den kann man dann in den Kühlschrank packen und das kalte Wasser kühlt dann das Zahnfleisch herunter und hilft, das Zahnfleisch abzuschwellen. Ja? Was gibt es noch?
Man könnte zum Beispiel kalte Waschlappen nehmen, die gut ausdrücken, dem Kind in die Hand geben, dass das Kind darauf herumkauen kann. Manche Kinder mögen lieber harte Sachen. Da kann man, je nachdem auch wie alt das Kind ist, ein Brotkanten hingeben oder Obst, so Obststicks, ne? Mohrrüben, Apfel zum Beispiel, ne? Wo das Kind dann drauf rumkauen kann, das hilft auch. Es gibt Zahnungsgel in Apotheken oder auch in der Drogerie, ne? Was man so auf das Zahnfleisch der Kinder schmiert. Das hilft auch, das Zahnfleisch abzuschwellen und kühlt. Oder ja, homöopathische Mittel gibt es auch, Globulis. Da muss halt jeder so ein bisschen für sich gucken, was er für sein Kind möchte und kann auf diesem Weg aktiv das Kind beim Zahnen auch unterstützen.